Hey Leute, der Padomat ist wieder am Start und wir spielen heute wieder eine Runde Let's Play FIFA 14. Wir befinden uns mitten in Liga 5 und ja, wählen wir erstmal eine Mannschaft aus hier, ne? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich will mal gern Juventus nehmen. Ich habe jetzt auch endlich herausgefunden, warum ich nicht tricksen konnte so ewig, weil ich irgendwie diesen... Ich habe den Fehler gefunden, weil das lag irgendwie am Stick, da musste man sowas umändern oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Okay, ich werde jetzt noch nicht so viele Tricks oder so anwenden, das mache ich sowieso nicht. Aber auf jeden Fall weiß ich schon mal, wie es geht. Und jetzt haben wir unseren Gegner gefunden und ich bin heiß drauf. Und natürlich ist das Ziel jetzt heute ja, die Trikots sind natürlich richtig kacke. Also, ich meine jetzt nicht, wie die aussehen, sondern das, man kann die irgendwie kaum, also so leicht erkennen, aber gibt schon bessere Unterscheidungen. Und da habe ich den Ball. Dann kann ich gleich mal hier meinen Trick ausprobieren. Oh! Also es funktioniert. Und nun Arturo Vidal. Sauber geklärt. Ah, da wollte ich den schicken, ey. John Terry. Schürrle. Und jetzt kann ich ihn endlich schicken. So, da bin ich mir sicher, gibt's ordentlich was auf die Ohren vom Coach. Guck mal hin. Oh Mann. Da rutsche ich schon hier ab. Besser kannst du auch nicht halten. Mata. Ja, da kommt was auf uns zu. Und, ah ja, Juventus hat eine saustarke Verteidigung. Oh, dieser... Ah, diese Annahme. Ich wollte schon sagen, dieser geile Pass, aber... Rollt über die Seitenlinie. Jetzt kommt hier meine Lieblingsaktivität, nämlich Einwürfe, weil die kann ich gar nicht. Aber es hat geklappt. Andrea Pirlo, wenn du den als Stürmer im Rücken hast, dann gibt's die... Oh, dieser Pass, perfekt. Der rennt den einfach erstmal um. Das ist alles Taktik. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und Achtung, genau hingeschaut. Perfekt gemacht. Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Mann. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball souverän abfangen. Ich wollte schon sagen, jetzt mache ich schon wieder einen Fehler. Aber heute nicht. Oder vielleicht auch doch. Aber jetzt noch nicht. Den hat mein Torhüter sicher. Das trainiere ich immer mit dem. Hier in meiner Freizeit. Ja, da habe ich mir gedacht, spielen wir den erstmal hier ins Aus. Ja, ich war so bedrängt, da wusste ich gar nicht wohin. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Und jetzt haben wir den Ball. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ja, sowas konnte gar nicht gut gehen. Jetzt können wir aber... Okay, nicht auf den schicken. Schürrle. Aber wir haben ihn nicht. Den Ball ab. Daraus könnte doch, sich jetzt haben wir. Entwickeln. Jetzt kann ich die Linie lang gehen. Oh. Ja, Ashley Cole. Und der Gegner John hier heißt drauf zu gewinnen. Spielt mich hier schön aus, aber jetzt habe ich ihn. Und nun Arturo Vidal. Hier ein schönes Doppelpassspiel. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ja, oh, warum ziehe ich nicht einfach auf die Außenlinie und flank rein? Mann.
jetzt. So sieht das der Trainer gern. Hey, ja, ich wollte schon sagen, ich wurde hier behindert. Oh, damit haben sie nicht gerechnet. Ja, damit haben sie nicht gerechnet. Oh. Kommt Fernando Llorente daran. Schuss und erstmal nur abgewehrt. Und ich probiere es einfach mal von außen. Der müsste uns sein. Ja, der ist auch uns. Und nun Arturo Vidal. Ja, schönes Doppelpassspiel. Ah. Der Vorteil, sagt er. Macht er gut, macht er gut. Ja, ja, jetzt mache ich mal Foul haben. Andrea Pirlo. Ja, jetzt hier die Linie. Und da ist er frei. Und dann lässt er einfach den Ball liegen, weil er sich denkt, nö, den will ich nicht reinmachen. Den Ball lasse ich da jetzt liegen. Lässt er den einfach liegen und rennt weg. Nee, ich mag dich nicht, Patrick. Ich will auch jetzt weg. Und was eine Flanke! Naja, das war mir ein Torschuss hier. Jetzt will der hier durchziehen und denkt, der kann einfach hier so durchlaufen. Er denkt, der kann das hier einfach. Oh ja. Den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Gegen wen spiele ich denn eigentlich? Gegen Chelsea? Oh. Ja, wohin spiele ich? Ich schmeiße einfach mal dahin, wo keiner ist, damit sich der den hier holt. Und der den wieder verliert. Aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Ja, und jetzt hier. Arturo Vidal. Schnelles Aufbauspiel. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Jetzt aber. Und da ist das 1:0, TMS. Mitch, please. Da gehe ich in Führung. Das ist immer schön. Das ist immer ja, das ist immer schön. Und das sehe ich auch immer gerne von meinen Jungs. Und jetzt versucht das hier im Alleingang. Und er schafft es auch noch. Nein, Scherz. Ich hätte jetzt geweint, wenn er direkt 1-1 geschossen hätte. Und es ist Halbzeit. Also es sieht gar nicht so schlecht aus. Hier sieht man nochmal die Highlights. Und ich habe auch 5:1 Schüsse. Also ich bin schon besser. Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Was? Ach komm hier, bitte. Will man hier die Landschaft genießen oder sowas? Jawohl, wir hauen uns erstmal gegenseitig um, weil es gibt ja keine Gegner mehr. Wir haben uns gedacht, wir prügeln uns jetzt einfach mal gegenseitig hier weg, ne? Oh, Mann. Aber wir haben ihn noch. Oh, wir haben wieder nicht. Die Verteidigung vor keine Probleme. Und wir haben ihn wieder. Hau ich sie alle weg, Leute. Kann er sich den Ball holen? Jawohl. Jawohl. Der ist für mich. Unter Druck setzen lassen. Den Ball deswegen jetzt ins Ausgespielt. Ja, rennt er erst zum Ball und dann wieder. Arturo Vidal. Und das war taktisch gemacht. Wir wollten einfach keinen Einwurf haben. Wir haben uns gedacht, wir geben lieber denen den Ball. Damit wir jetzt hier den Konter starten können. Oh! Und da ist es 2:0. Was ein geiles Tor. Ja, natürlich hier. Also wenn schon, dann zimmer ich den rein. Ne? Ich bin ja sozusagen ein Zimmermann. Nee, nein. Oh Gott, ich bin schon wieder so scheiße drauf. Ich sollte aufhören mit den schlechten Witzen. Aber das passiert immer, wenn ich führe oder wenn ich gut bin. Also gut in meinen Verhältnissen. Und da hole ich einen Eckball raus. Und wie ihr alle wisst, bin ich Standard, ist noch meine beste Situation. Aber heute nicht. Tatsächlich diesen Ball. Ja, und wir müssen da ein bisschen mit Spott reagieren, denn bisher ging ja gar nichts zusammen. Matter.
What? Abseits. Das war also ganz klar hier 5 Meter abseits. Also das habe ich ja von überall gesehen, ne? Es war jetzt nicht so, dass das knapp war. Der möchte natürlich, der gibt sich noch nicht geschlagen nach dem 2-0. Ich glaube, den müssen wir nochmal so ein Tor reinhauen. Das tat bestimmt weh. Nicht nur den Spielern, sondern auch dem Herzen von den armen Jungen oder dem armen Mädchen, dem ich das angetan habe. Ich schäme mich selbst. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es das Tor so schön macht. Da steht die Verteidigung. Aber da ist auch mal was anderes jetzt zu sehen, außer hier immer Eckball oder Flanken. Dann kann ich jetzt auch noch mal ein paar Tricks probieren hier. Okay, oder auch nicht. Doch, warte jetzt hier. Oh. Das war ein geiler Trick. Warte. Wow! Wow! Der weiß ja gar nicht, wo der Ball ist. Ballverlust. Und jetzt wieder die Oldie-Taktik. Schöne Flanke. Schöne Flanke. Da haut er den erstmal um. Der Ball kommt zwar gar nicht an mit der Flanke, aber der haut den erstmal beim Kopf um. Ein super Timing. Das sah richtig geil aus. Und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Und da läuft er außen oder auch nicht. Das nennt der Abiturient. Hey, Schiedsrichter, bitte, der hat mich gestummt. Ja, und den haben wir ganz cool gemacht hier. Jetzt können wir ja mal hier ein bisschen tricksen hier, ein paar Tricks rausbringen. Okay, irgendwie habe ich es noch nicht so drauf. Ich weiß noch nicht so richtig, wo die Tricks, also wie man die Tricks genau macht. Das muss ich mir nochmal angucken. Ich mache irgendwelche Tricks wahllos. Ich drücke einfach auf den Stick immer rum. Ah, Mann. Gut, ah. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ah. Bitte. Ja, da sollte vielleicht mal einer rangehen. Und dann macht er das 2-1 und kommt zurück ins Spiel. Noch André Schürrle. Das ist noch ein Deutscher. Was ist denn da los? Was würde seine Mannschaft nur ohne ihn machen? Völlig berechtigte Frage. Jetzt bin ich deprimiert. Ich glaube, ich gebe auf. Ich gebe den erstmal den Ball. Ramirez. Aber die haben noch 10 Minuten Zeit. Oder sogar noch länger. Also. Ich sollte jetzt nicht hier so viel Scheiße bauen, sondern anfangen, mal wieder zu spielen. Mein Gott, ist das ja fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. John Obi Mikel. Ashley Cole. Was? Was? Jetzt sieht er ab. Oh, da ist noch alles drin. Im zweiten Versuch hat er ihn. Toll, das war knapp. Dreht er nochmal hier auf. Jetzt muss ich hier mein Spiel auspacken. Mein Spiel! Okay, nein. Ein richtiger Kracher. Ja, ein richtiger Kracher. Da legt er sich den Ball zu weit vor. Und jetzt kann ich schön Doppelpass spielen. Der zieht durch, flankt rein und jetzt eine Flanke. Oh mein Gott! Oh, der war so frei! Ihn nicht adäquat verwehren. Ja, oh, Mann! Kopfball. Naja. Ah. Ramirez. Oh Mann, dann hole ich mir den Ball, um den dann wieder zu geben. So unnötige Aktion. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und er macht echt das 2:2 in der 89. Minute. Da habe ich noch so große Töne gespuckt, das ist traurig.
Oh Mann. Und damit ist Chelsea also wieder im Geschäft. Oh Mann. Oh Mann. Ich hätte eben noch alles klar machen können. Keiner hat auch nur noch einen Pfifferling auf dieses Team gesetzt. Und jetzt machen die hier den Ausgleich. Ashley Cole. Ah, wenn ich das jetzt noch verliere, dann weine ich. Wenn sie jetzt treffen, dann ist das das Siegtor. Und sie, Junge! Ja! Nein! Warum? Der hat gekrätscht oder was? Wohl! Und da muss ich nochmal eingreifen hier. Jetzt wird es nochmal richtig eng, ob ich das nicht sogar noch verliere. Eben noch gefeiert. Und jetzt schon am Bein. Und jetzt ist Abpfiff. Und es ist unentschieden ausgegangen. Und wir sehen könnt, wir tasten uns ganz langsam nach vorne. Also, das war total unnötig eben. Das war, weil ich so viel Scheiße gelabert habe. Mann. Aber wir geben auf jeden Fall nicht auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. FIFA 14. Also bis dann. Ciao.